Hose. Das ist alles gefährliches Halbwissen. Deswegen sage ich das. Ich sage es nur deswegen. Ich sage es nur deswegen, weil es alles gefährliches Halbwissen ist. Das ist nur gefährliches Halbwissen. Halte dich nur halb, nur zur Hälfte hier auf. Halte dich nur zur Hälfte hier auf. Diese Erde ist es nicht wert. Auf diese Art und Weise beschenkt zu werden, das sollen andere machen, die haben diese Titel dafür bekommen. Ich habe nie einen Titel, ich habe gar keinen Titel bekommen. Ich bekomme ich bekomme Sozialhilfe. Ich habe keine Familie, ich habe keine Arbeit. Ich habe kein Haus, Eigentum, kein gar nichts. Dann sollen die Leute das doch machen. Dann sollen die Leute das doch machen. Die haben doch die Titel dafür bekommen. Die bekommen doch Geld dafür. Die haben doch alles. Familie, Kinder, Ehefrau, Haus, Wohnung, was auch immer. Wohnung, okay, Wohnung habe ich auch. Ja, von wegen undankbar. Ich wäre undankbar. Ich bin nicht undankbar. Undankbarkeit sind immer nur die anderen. Das sind immer nur die anderen. Undankbarkeit. Und Dankbarkeit sind immer nur die anderen. Das sind immer nur die anderen. Ja, zu dem Verein gehöre ich nicht zu. Hartz IV. Wahrscheinlich Hartz IV. Wahrscheinlich sind die Leute früher dafür auf die Straße gegangen. Damit du heute mehr bekommst als Hartz IV, warum frage ich mich, und ich frage dich, warum bekommst du eigentlich mehr als Hartz IV? Und ich hab das eigentlich so verstanden, wer Hartz IV bekommt, wer nichts leistet. Das ist die Strafe. Das ist dieses Bestrafungs- bzw. Belohnungssystem. Du bekommst mehr als Hartz IV, wenn du etwas leistest. Aber wenn du nichts leistest, weil du leistest ja gar nichts. Du sagst zwar, das, was du machst, hat irgendwas mit Bildung zu tun, aber Bildung setzt doch immerhin Erziehung voraus. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Das heißt, du leistest doch gar nichts, weil die Erziehung ist nicht da. Kein Glaube an Gott ist keine Erziehung. Das heißt, Bildung ist gar nicht mehr möglich, ne? Nur eben dein Google, dein Google-Islam oder was das ist. Dein Google-Islam. Aber Bildung ist ja gar nicht mehr möglich. Das heißt, das, was du machst, ist keine Bildung, aber du bekommst trotzdem mehr als Hartz IV. Dann habe ich es nicht verstanden, das Belohnungssystem von Frau Merkel. Die Leute, die nichts leisten, werden bestraft durch Hartz IV. Und jeder, der was leistet, der kriegt mehr. Aber du leistest doch gar nichts da. Du leistest doch gar nichts.
Warum bekommst du da mehr als Hartz IV? Ist dein Vater dafür zur Gewerkschaft gegangen? Damit du jetzt mehr als Hartz IV bekommst, damit deine Polo Ralph Lauren und deine Tommy Hilfiger Klamotten da kaufen kannst und auftragen kannst, damit du sagen kannst, guck mal, wir haben Geld, Geld, wir haben Geld, wir haben Geld. Mit deinem 200-Euro-Schein kannst du dann rumlaufen und oder gehst, ich weiß nicht, was du machst, gehst ins Sterne-Restaurant in Köln. Ich dachte, es gibt nur eins. Jetzt habe ich gesehen, es gibt mehrere, sogar mehrere, gleich mehrere Sterne-Restaurants in Köln. Bringst du da dein Geld hin oder gehst du da oder irgendein Müll, also sind doch alle Müllsammler am Ende. Hast du wahrscheinlich deine ganze Wohnung voll von Müll. Wenn ich da hinkommen würde, würde ich wahrscheinlich dich zuerst, würde ich mich umgucken, ein bisschen staunen und dann würde ich dich fragen, hast du diesen ganzen Müll alleine hier reingetragen? Als allein was? Allein. Weil ihr seid alle allein. Habt ihr keine Angst vor Einsamkeit? Ja, weil ohne Gott bist du doch total einsam. Du bist doch total, ihr seid doch alle komplett alleine, komplett einsam. Von wegen, you will never walk alone. Habt ihr gar keine Angst vor Einsamkeit? Habt ihr gar keine Angst davor, alleine zu sein? Ne, weil ohne Gott, da bist du doch total hier. Bist du hier alleine? Überall anders bist du auch alleine, einsam. Hast du das nicht gewusst, dass du einen Freund finden kannst in Gott? Und auch in diesem Planeten Erde kannst du auch einen Freund finden. Natürlich nicht so, wenn du so bist, wie du bist, dann nicht. Weil du bist verlogen von Anfang an. Ne, das Abitur bereits der Anfang der Ungleichheit im Sinne von das Abitur bereits der Anfang der Ungerechtigkeit und sag mir nicht, Allah hätte dir nicht das Herz gegeben, das zu erkennen, das zu sehen. Nein, ihr seid Akademiker weil irgendwie Gruppenzwang, ich wollte schon sagen Elitenzwang, aber gut, ist ja kein, ich weiß nicht, ist das eine Elite? Erzähl mir nicht, Allah hätte dir nicht das Herz gegeben, zu wissen, dass das ungerecht ist. Warum soll der Akademiker automatisch mehr Geld verdienen, also zumindest war es mal so, als der Nicht-Akademiker, der eine Lehre macht, vielleicht einen schönen Beruf lernt, warum soll der weniger verdienen als der blöde Student, die blöde Studentin? Ne, die so blöd sind, dass sie dann auch bei Primark und H&M einkaufen gehen, solange sie kein Geld haben. Und dann, wenn sie dann endlich zu Geld kommen, oh, guck mal, wie viel Geld ich habe. Na, guck mal, hier meine Klamotten. Guck mal, wo ich hier essen gehe, wo ich hier einen trinken gehe. Guck mal, Lifestyle-Lügen. Köln, Berlin, Düsseldorf, Hamburg. Da, wo nur so getan wird, als ob. Nur so getan wird, als ob. Ne? Das Leben findet immer woanders statt. Aber eben nicht da. Nicht da, wo ihr seid. Nee. Nee, da nicht. Da nicht. Da, wo ihr seid, findet kein Leben statt. Dafür hat euer Google-Islam schon gesorgt. Euer Google-Islam. Guck ich mal nach bei Google. Wie, was? Wie wird die Straße geschrieben? Wie heißt der Straßenname? Ach so, Google-Islam. Von Flixbus bis Netflix und so, ne? Jeff Bezos ist ein richtig hübscher Mann, ne? Richtig hübscher Mann, Jeff Bezos. Rein zufällig, rein zufällig, rein zufällig. Oh Allah, was hast du gemacht? Rein zufällig.
ist Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg und wie heißen sie alle? Von Alphabet bis ich weiß nicht, von da bis da. Rein zufällig, oh Allah, was hast du gemacht? Sind die nicht so schön, diese Menschen? Sind die gar nicht so schön? Auch rein äußerlich. Und rein innerlich, weiß nicht, gibt es da eine Innerlichkeit? Weiß nicht, gibt's da eine Innerlichkeit oder ist euer Leben ganz komplett leer? Ist das ein ist das, ich frage mich da manchmal, wenn ich das so sehe, dann siehst du so auch auf Fotos, dann gucken die so und man merkt, die gucken ins Nichts. Das hat für mich Schockwirkung. Oh mein Gott. Allahu Akbar, weil es gibt anscheinend wirklich Parallelwelten oder so, Paralleluniversen, Parallelschöpfungen. Wie bitteschön kannst du ins Nichts schauen? Und dann sagt ihr, ja, aber depressiv? Da wussten wir noch gar nicht, depressiv. Depression ist natürlich die natürliche Folge von Unglaube. Das ist die natürliche und natürlichste Folge von Unglaube. Ist Depression, Verzweiflung. Ich weiß gar nicht, ob diese Wörter ausreichen für das, um das zu beschreiben, was ihr seht, was ganz anderes als ich sehe. Kannst du auch bei YouTube, kannst du mal ein bisschen gucken, was bei YouTube alles so, was da alles so ist. Und dann guckst du zum Beispiel, was die Unis und so und die Sporthochschule Köln, was die so alles für Videos hochladen. Und dann guckst du dir das an und denkst du so, ja, auf dem Foto sieht das ja noch ganz nett aus, aber bei YouTube, wenn du mal so ein Video laufen lässt, da ist ja nichts. Da ist ja nichts, da ist ja kein Leben, da ist ja kein gar nichts. Das ist ja tatsächlich die Leere. Eine komplette, totale Leere oder der Tod, kann man schon fast sagen. Das ist der Tod, aber hier. Also wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts. Ist dann die schöne Geste oder so, das ist dann der schöne, den schönen scheinbaren, ja, wir lieben Köln, ja, und wir lieben das Leben, ja, und draußen ist schönes Wetter, ja, und Kölner Dom, und dann gehen wir auch schon mal rum, und dann gehen wir von Kneipe zu Kneipe und so, aber außer Spesen nichts gewesen.